Moin. Moin. Wir schrauben heute die schöne DKW wieder zusammen. Wir haben nämlich 9 Kolben gekriegt. Und der Zylinder, wenn man mal guckt, der war ja richtig zerschossen. Den haben wir neu bohren lassen. Allerdings 2 Übergrößen mehr. Ja, wo die? Damit die Riefen rausgehen. Und das Verrückte ist ja auch noch, die Riefe war so tief, das muss man ja auch noch mal sagen, da wurde der Zylinder ein ganz kleines bisschen aus der Mitte einseitig gebohrt, damit die Riefe auf der einen Seite, die sehr stark war, mit weggeschliffen wurde. Ja. Und da hat der Zylinderschleifer uns gesagt, das macht jetzt nichts, weil man ihn ein bisschen aus der Mitte hat, weil der Kolben im Pleuellager ja auch immer beweglich ist. Spiel hat, ja. Und das sind ja nur, ich sag mal jetzt, höchstens 500stel gewesen, wo er aus der Mitte gebohrt worden. Ja. So, Herr Schröder. Ja. Hier ist der Kolben. Okay. Jetzt müssen die Ringe darauf. Ja. Ne? Da haben wir auch immer so ein bisschen Angst vor, die Ringe immer rauf machen, ist auch manchmal nicht einfach. Was ich ganz schlimm finde, ist, hier sind ja die Nuten für die Kolbenbolzen, damit die sich nicht drehen. Es sind ja so eine Sicherungsringe drin. Ja. Mhm. Und beim Einsetzen des Kolbens muss man aufpassen, dass die Nuten, die haben ja genau da sind, wo keine Öffnung im Zylinder ist. Genau. Mhm. Der kommt ja dann so rein. Und meine Idee ist, dass wir das vor Ort machen, ohne dass wir den schon einbauen, sondern wir machen den Kolben mit den Ringen schon hier rein, bis so weit. Und dann nehmen wir den Zylinder mit dem Kolben und setzen den hier rein und stecken dann nur den Kolbenbolzen durch. Ach, okay. Das habe ich neulich mal bei der BSA auch gemacht. Ja. Und das ist so, das habe ich ganz alleine hingekriegt. Mhm. Das müsste gehen. Guck mal, wenn jetzt, und dann senken wir den so weit runter und dann stecken wir den Kolbenbolzen rein. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Ich finde die Idee ganz gut. Ja. Achten müssen wir noch darauf, wir haben hier einen Strich. Und da haben wir auch einen Strich, dass er so eingebaut wird. Ja. Das heißt, wir müssen den Zylinder ein bisschen einölen, die Kolben einölen. Oh, ist das nicht eine schöne Kanne? Weißt du, die habe ich mal in Spanien, wie ich in Urlaub war, da war ich in so einem Metallgeschäft. Ja. So Schraubenmuddeln und so gab es da. Und da waren diese Ölkannen. Die waren im Schaufenster ausgestellt. Nee. Da habe ich gesagt, so eine Ölkanne, die muss ich unbedingt haben. Das sieht doch gut aus. Sieht schön aus, ne? Herrlich. Ja. Und dann hier so. Ja. Hoffentlich geht das auch noch. Die ist richtig geil. Herrlich. Wir müssen erst nur diesen Kolbenbolzen hier rausholen. Den anderen können wir ja drin lassen. Gut. So. Ja, passt. Ja? Mhm. Ja, die Kolbenringe sind alle gleich. Hat er gesagt. Von daher ist es egal. So, dann stelle ich mal so dahin und dann fangen wir mal an. Boah, die sind aber auch stramm, du. Wahnsinn, du. Und dann musst du mal gucken, wo die Nut ist. Hm? Und ist das richtig? Ja, das ist egal, ob so oder so. Nee, das ist völlig egal. Dann ist ja gut. Manchmal ist es auch, dass sie so ist und dann musst du ihn genau so, wie er hingehört. Ja, genau. Und da steht auch manchmal hier oben den Top drauf. Ja, genau. Die muss man dann aber bei den. Ist das hier nicht so? Wunderbar. So. Ja. Und jetzt können wir den Zylinder umdrehen. Hier ist der Strich, also vorne. Ja. Machen wir auch mal sicherheitshalber hier nochmal den Strich hin. Ne? Ja. Und genau und so muss er rein. Da rein, ja. Aber der muss doch raus, ne? Ach nee, doch nicht. Nee. Und das ist ja gerade gut. Nur klar. Bis dahin reinstecken. Ja, ja. So. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir die Kolbenringe da reinkriegen. Das heißt, wir müssen den erstmal so hindrehen. Da. Da ist er. Ne? Und den anderen.
Ich würde erst mal einen machen nur. Nee, ich will die alle schon mal in Position bringen. Also. Ohne, dass man den anderen verdreht. Wo ist er denn? Da ist er, ne? Ja. Guck mal, ist der andere schon wieder verrutscht. Schön weg, ja. Da. Ja. Und der andere ist da. Ja. So muss er rein. So sieht das aus. So, und jetzt wird es spannend, Herr Schröder. Ich, ja. Ich habe ja so ein Spannband, ja. Für, wo die Ringe zusammengedrückt werden. Und dann drückt man den rein. Sollen wir das mal praktisch versuchen? Ja, natürlich. Das gehört sich ja so. Nicht mit dem Schraubenzieher. Nee. Ja, guck noch mal, ob die überall richtig sind. Die ja, ist ja, richtig. Alles gut. Alle drei richtig? Ja. Siehst du, der passt doch. Das passt. Wo ist die Mama denn da? Die Mama. So. Mhm. Jetzt zieh mal an, doch. Ja, ja, mach ich. Da kenn ich wo kein. Ist der Schlüssel denn? Denn? Ach, der Schlüssel? Ja. Ja. Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. So ist das gut. So, nicht so doll, der soll ja sich auch noch ein bisschen bewegen, der Ring. Der hier. Ja. Sagt das schon was? Nee, jetzt. Man sieht's nicht. Wollen wir ein bisschen anziehen? Ja, vielleicht ja. Soll ich mal drehen? Mhm. Oh, der ist ja ganz schön weit weg. Guck mal da, jetzt. Da geht noch was. Aber ja, natürlich. Aber mehr geht nicht. Und jetzt müssen wir den ja jetzt... Ja, wenn sie alle richtig sitzen, ne? Aber die sitzen richtig, sonst würde der ja nicht anliegen. Nee, genau. Aber hallo. Ja. Oh, das geht schon. Pass mal auf. Das wird schon. Weißt du, was wir jetzt noch machen, Rolf? Jetzt nee, erzähl. Jetzt holen wir den Föhn und machen den Kolben ein bisschen warm und dann flutscht der Bolzen von alleine rein. Ganz alleine da rein. So, dann lass uns das mal praktizieren jetzt. Ja. Auf zu neuen Ufern. So. Du musst ihn hochhalten, Rolf, den Kolben. Ja. Den Zylinder. Und du führst ihn ein. Ja. Alles gut. So. Jetzt musst du den Zylinder alleine halten. Ja, habe ich. Ich lass los. Ja, ja. Gut. Ja. So, jetzt brauchen wir den Clip. Aber vorher hier mal einen Lappen hinlegen, dass er nicht da reinfällt. Falls er mir abhaut. Ist drin. Die Zange ist unersetzlich. Diese schöne Zange. Ja. Die habe ich immer beim Arzt geklaut. Nein! Doch! Beim Zahnarzt? Nee, da haben sie mir auf den Finger operiert. Ja, hast sie gleich mitgenommen. Das ist eine, du weißt ja, dass die unheimlich teuer ist. Die Zange? Ja. Ist unbezahlbar. Kostet Vermögen. Ja. Ja. Alles, was mit Dings zu tun hat. Mit Arzt zu tun hat. Ja. Ne? Ja. Ich will einmal noch mal prüfen, ob der richtig sitzt. Das mache ich jetzt noch mal mit dem kleinen Schraubenzieher. Warte mal. Muss ich mal drehen. So, jetzt ist er erst richtig. Gut, dass wir das noch mal geprüft haben. Ja, jetzt kommt er. Das ist wunderbar. So, jetzt lasse ich ihn einmal hier atmen. Funktioniert. Wow. Was? Wow. Guck dir das mal an. Toll, ne, Herr Schröder? Herrlich, Herr Feldmann. So, jetzt die Zylinderfußmuttern, sind das diese hier? Ja. Kommen da noch Unterlegscheiben unter? Oder nimm ich an. So geht gar nichts bei mir. Da kommen immer Springringe unter. Das müssen Sie wissen, Herr Feldmann. Ich habe doch nur gefragt. Ich hab die Scheiben ja schon gefunden. Mann. 17er Schlüssel brauchen wir, Rolf. 17er Schlüssel. Von deinem Spezialwerkzeug hier. Nee, da ist kein 17er bei. Da hinter dir. Da. Oha, ja. Ja, oha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
16. Das ist ja richtig ein Paradies hier. Ja, hier ist eine Scheibe. Die kommt hier hin jetzt, da. Ist das nicht? Ja. Und dann kommen die. Andere waren nicht dabei. Also kein richtiger Sprengring. Das sind so Federringe. Das sind Federringe, ja. Guck mal, was hier noch ist. Ja. Vom alten Korn. Vom alten. Ja. Den. Und du meinst, die Sprengringe reichen aus, ne? Ja. Ja. Hier komme ich aber schlecht ran. Ich auch. Aber wir kämpfen uns ja durch. Ja, ich bin jetzt schon so weit, dass ich die anziehen kann. Also, machen mal über Kreuz gleich, ne? Ja, logisch, wie sich das gehört. Das kennen wir ja nicht anders. Den Vergaser kann ich auch schon anschrauben. So, auf diese Seite, der wird auch so langsam fest hier. Lass uns das noch zusammen machen jetzt. Ja? Du ziehst da alles an gut, und dann alles gut? Zieh meinen an, ja. Du musst mal den schönen Schraubenschlüssel mir geben. Gib mir den mal. Bitte? Dann machen wir das, weil der hat einen längeren Hebel hier. Mhm. So. Zieh den noch mal an. Wollte ich. Nimm mal den Ring. Den kriege ich nicht. Die Ringseite. Ach, den kriege ich nicht rüber. Ja, den musst du noch mal mit dem Maul das machen. Ja, das reicht schon. Ja, aber... Gut. Gut. So, und dann machst du den da jetzt? Ja, die versuche ich jetzt. Ja, geht. Meine geht so schwer. So. Aber ich glaube, wir haben das genau richtig gemacht mit dem Kolben, ja, dass wir das vorher eingesetzt haben. Sonst hätten wir uns einen abgekrampft. Ja. Das ist schon. Guck mal, das passt auch hier sofort. Also verkehrt, wieder nicht hoch. Nee, das ist alles richtig. Alles gut. Du, die hatten wir, Herr Feldmann. Ja, ich habe die Nummer noch. Ich muss jetzt diesen hier nehmen. Ja, genau, das wollte ich sagen. Gut. Und die Dichtung ist in Ordnung hier, wa? Die Kopfdichtung ist in Ordnung. Ja, sieht gut aus. Ja. Hier nochmal schön sauber machen. Und dann sag mal Tschüss, Kolben. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hier sind nochmal zwei Schrauben für dich. Wollen wir die noch ein bisschen? Nee, ne? Was wollen wir? Einfetten? Nee. Nö. Manchmal ist es so, dann kann man sie doch so wieder, falls wir mal auch mal dabei müssen. Aber ich hoffe ja nicht mehr in meinem Leben, nicht mehr. Der soll nicht mehr wieder auseinander, ne? Ja. Nee. Man nimmt dafür so Graphitpulver, kann man nehmen. Ja. Bitte? Danke. Na, fest kommt ab. Und eine Menge Arbeit. Ja, aber. Das ist immer so gewesen. Die müssen aber ordentlich dehnen da jetzt. Ja, das weiß ich. Ich habe noch nicht genug Newtonmeter. Nee, hast du noch nicht? Nein! Jetzt müssen wir den Tank raufsetzen. Zündkerze rein. Welche Zündkerze bevorzugen Sie denn? Nicht die Iridium, wir nehmen die alte. Nein, die andere, ja. Ja. Unser Dings ist hier rausgeflogen, Andi. Was denn? Du musst mal reindrücken hier. Soll ich mal drücken? Da, gut, alles klar. Danke. Dekompression. Mich wundert, dass die schon diese kleinen Gewinde haben, die Kerzen. Ja. So früher sonst hatten sie früher, dass die große sind. Immer diese riesigen Zündkerzen. So, dann brauchen wir noch einen Zündkerzen. Guck mal, der Pony, überall habe ich die großen Gewinde. Ja. Und die Pony ist 37 geboren. Und diese ist 33. Geboren? Ja. Geboren? Ja. Aha. Und die ist 33 geboren. Ja, die ist echt alt. Ne? So. Und die hat schon kleineres Gewinde, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja, und dann gab's schon die kleinen Kerzen. Natürlich. Muss es ja gegeben haben, ja. Das wird noch eine Spielerei, weißt du das? Was, mit den Auspuffen? Ja. Warum? Ja, mit dem Gewinde. Da. Gehen die schwer rauf, die Gewinde? Ja. Die schnäbeln nicht, oder was? Die schnäbeln so schlecht. Das liegt auch ein bisschen mit an der Dichtung. An der Dichtung, weiß ich. Aber die habe ich nun mal so bekommen von NSU, von DKW. Hast du so einen Spezialschlüssel? Ja, der ist drüben an der Drehbank, sind diese Hakenschlüssel. So, der ist fest. Meine seid ihr auch noch? Ja.
Boah, so. Fest. Ja, siehst du. Zündkabel ran. Haben wir denn hier noch? Da eine Scheibe. Zwei Scheiben. So. Auspuff in Ordnung. Ja, so, wunderbar. Zündkabel verlegt. Das liegen wir hier unter. Das liegen so, wieder unter. Ist der angezogen? Ja, habe ich auch schon. So. So, jetzt müssen wir noch mal sehen, wie wir das machen mit den. Wo kommt die denn hin hier? Die war da irgendwo zwischen beim Sitz hier. Hier, irgendwas mit der Höhe. Ja. Die, der war so tief runter und die war auch dazwischen. Irgendwie, das ist alles so. Aber ein bisschen. Aber wir müssen erstmal den Tank aufbauen, oder? Ja, es ist die Frage jetzt. Wir müssen ja noch die Schoner rauf machen. Mhm. Hatten wir die Schoner. Wir müssen die erst hier hinlegen und dann. Und den unterm Tank anbauen, ja, ne? Genau, die müssen hier hin jetzt. So, und dann legen wir die hier runter und nachher. Und dann heben wir ihn hoch und dann wird er festgeschraubt. Ja. Genau so ist das. Und jetzt kommt der Tank, Herr Schulte. Jetzt kommt der Tank, jetzt kommt der große Auftritt. Oh, ich habe noch was Schönes für dich. Was denn, Herr Fickmann? Oh, das hole ich jetzt mal. So, willst du das jetzt sofort haben? Ja, gleich. Guck mal, das hat uns einer geschickt, Rolf. Nein. Das soll ich dir überreichen. Oh, schön. Gut, ne? Das sind alle alten DKW-Modelle. Ja, du. Ja. Hier ist allerdings die ist noch älter, ja. Hier ist die 350er. Das müsste deine am nächsten kommen, die von 1935. Ja, nee, das ist die SB, aber das ist der Nachfolger von dem hier. Ja, 11 PS hat die auch. Ja. 850 Euro. Ist das nicht, Marc? Ist das nicht schön? Die würde ich mir, so, und dann muss man eins sagen, die ist ja 33 gebaut worden. Und 35 ist sie das erste Mal verkauft worden. Die hat einen Ladenhüter, was? Ja. Und nein, hier? Das kommt, weil ja war ja auch eine andere Zeit. Ja. Die hatten ja alle kein Geld. Da wollte auch nicht jeder Motorrad. Nein. Das ist das nicht schön? Leichtkrafträder und Einbaumotore. Ja. Schopauer Motorenwerke. Ja. Schopenhauer, ja. Schopauer, ja. Die ist ja auch hier, da gebaut worden. Was es alles gibt, ne? Gut, ne? Herr Feldmann, wie kommt mir das? Sind ja geil, die Leute, sie sind immer sympathischer. Finde ich toll, ne? Ja. DKW, das kleine Wunder läuft bergauf wie andere runter. Und der, ja. Ja, das soll ich dir geben, Rolf. Dankeschön. Kannst du ihn an die Wand nageln? Ja, das mache ich. Danke. Und dann noch, jetzt kommt was ganz Besonderes. Die kann sich an die Mütze kleben. Hier. So ein Anstecker ist das. DKW Motorradclub e.V. Das kommt hier ran oder hier. Richtig. Du. Nee, da nicht. Aber da wäre ich einen schönen Platz für finden. Ja. Wo ist der? Auch von dem gleichen? Ja, also. Sag danke. Dankeschön. Recht vielen Dank. Vielen Dank. Sehr viel Freude. Ja, das ist herrlich. Ist das. Nee, die werde ich an meine Jacke dran machen. Ja, da kannst du mit rumschocken. Ja, logisch, logisch. Toll. Schön, ne? Ja. Das ist so gut gemacht, ist ja, ne? Die ist ja so ähnlich. Das ist eine 200er, nehme ich an. Steht hier auch DKW 200. Ja, KS, ja. Die finde ich auch toll. Ja. Ja, die sind jünger, ne? Mhm. Die sind jünger. Mhm. Oh. Schön. Klasse. Ja, danke schön. Bitte, Herr Schröder. Recht vielen Dank. So, die Achse bitte. Ja. Den Bolzen. Ja. Ja, nicht, ich muss sie nur einmal raushaben. Die Scheibe muss auf deine Seite hier. Hast du nicht mehr? Ja. Eine Mutter brauchst du? Ne, ja, die habe ich hier. Ach, die hast du. Eine Scheibe noch? Die habe ich auch alles. Ja. Jetzt kommt das ja noch hier, Herr Schulte. Ja, das ist die, da wird er da oben kalibriert.
Du bist auch kalibriert. Der muss ganz unten kommen, der hin. Ja, ja, den haben wir abgeschraubt. Und dann muss man den abschrauben. Ja. Ich glaube, wir müssen den auch raus, ne? Ja, ich meine, das oh, flapp. Wir hatten das doch nur. Ja, ja, ist doch gut. Du dreh doch nicht gleich. Feldmann, dann lassen Sie mich mal. Alles gut. Und der kommt auch ab. Ja. Das ist ja der Lenkungsdämpfer. Ja, genau. So, hier ist eine Reibscheibe. Ja. Aber die muss ja auch irgendwie sitzen. Die sitzt ja, die sitzt so. Und ach, die, nee, die sitzt auf dieser Verzahnung. Auf den Dings. Die sitzt hier drauf nachher. Ja, ja. Du musst sie runterkalibrieren. Ja. Einstellen. So. Oh, der gute Pfaff. Der ist ein Pfaff. So, und jetzt kommt der. Und der muss ja hier in diese Verzahnung rein. Ja, genau. Ja, das sind die, haben sich schon was gedacht, ne? Jo, viel zu viel, ne? Ja. So muss das und dann kommt der. So. Die Zange darf ich ja nicht nehmen. Ne? Doch, kannst du nehmen, da. Oh. Und das kann doch nicht angehen, dass er so stramm geht, ne? Doch, das muss ja. Das ist ja jetzt. Ja, ja. Soll ich dir mal eine größere geben? Das geht eigentlich. Ja? Es geht. Geht? Ja, und da kommt ja der hier rauf. Ja, der drückt das runter. Ja, der kommt, der, der muss erst mal da rein. Aber lass mich die noch mal einmal fester ziehen. Ja, kannst du ja auch. Ach nee, das eigentlich ist das ja schon fest jetzt. Das andere drückt das runter. Das ist die Feder, die das runter drückt. Genau. Hast du deine Schraube drin? Ja. Ja, ich bin ja immer ein bisschen schneller wie du. Oh, jetzt habe ich es aber auch geschafft lange. Nee. Und meine war auch schief drin, du, Andi. Ne, jetzt habe ich es aber. Ich glaube, meine ist auch drin. So, jetzt muss ich mich mal mit dem Dings beschäftigen, ne? Ne, du kannst dich erstmal hier mit beschäftigen, mit dem Kalibrator, den muss man noch haben. Wieso, der geht doch da einfach raus. Ja. So. Zündung geht. Batterie ist voll. Ja, ist alles da. Was machen wir mit ihm denn hier? Ja, den haben wir abgebaut, damit wir ihn atmen geben können. Ja, wir lassen ihn erstmal ab, ne? Oder ja, mal zum Gucken so. Ja, ja. Kriegt man den ab jetzt? Ja, ne? Ja. Wir wollen ja gleich mal starten, war Herr Schröder. Hast Angst, ne? Ja, nee, oh, gut. An sich ist es ja alles geriegelt, ne? Wir müssen zuversichtlich sein. Nee, das bin ich ja auch, aber ich. Sprit kommt da schon. Ja. Sehr schön. Mach mal die Molle rauf. Wo bist du da? Bist du. Hast drauf? Ja, nehme ich an. Ja. Guck mal, wie schön der Sitz jetzt sitzt da, ne? Siehst du das? Der ist ja auch ein Sitz. Ja, aber wie jetzt. Der sitzt gut, der Sitz. Der sitzt gut. Ja. Aber die Schraube sitzt hier nicht. Ja, die fummel ich dann alleine rein. So. Alles fertig. Alles fertig. Thank you.
Richtung gehen. Geil, jo. Wollen wir mal fahren? Geil, ne? Mission vollendet, würde ich sagen. Ja, ja. Mit viel Können. Mit viel Können, ne? Danke. Weißt du was, Herr Schröder? Wir müssen mal mit auf die Straße einmal fahren. Ja. Was? Ja, warum ich nicht? Nee, ich kann ja mal fahren. Ja, ja, ja. Ja. Mach angemeldet ist sie. Ja, das ist schön. Ja. Ist sie angemeldet? Ja, logisch. Klasse. Ja, logisch, dann können wir. Das weißt du doch. Ja. Nee, ist ja die gut. Hat Dings doch für mich gemacht, Frank. Die hat richtig TÜV und alles, ne? Ja, alles, alles, alles da. Ja, dann fahren wir damit jetzt mal. So ein Motorrad fährt, da muss man auch ein bisschen maschinelle Ahnung haben. Ja, das ist nicht so einfach, damit zu fahren. Das weiß ich, weiß ich. Also wenn du denn bremst, dann... Oh, oh, das eiert alles und so. Das, ja, ja, das ist so. Wahnsinn, und dann die Federung. Und ja, ja. Und das sind Welten, ne? Du musst richtig arbeiten an dem Ding. Ja. Das ist ganz schlimm. Ne? Ja, ganz schlimm. Ja. Aber jetzt leuchtet ja. Ja, siehst du. Haben wir gut gemacht. Ja. Wir sagen tschüss. Ja. Der Eisschlitten wird ja jetzt bald... in Action gehen, wie man so sagen. Ne? Wir sollen ja nach Schweden hin damit. 1700 Kilometer gen Schweden, Östersund. Auf eigene Achse. Auf eigene Achse. Mit dem Eisschlitten. Nee, auf eigenen Kufen. Nee, aber das wird ein Ritt. Ich bin gespannt. Jo. Auf jeden Fall sieht er sehr geil aus. Ist echt abgefahren. Danke. Wieder. Das war auch total geil für mich. So, das hat ja, diese ganze Geschichte hat ja so ein bisschen meine Kindheit geprägt. Und dann darf ich an diesem Teil lackieren, das war für mich schon echt geil.
Überleg mal, da war vor über 30 Jahren auch schon da. Ja. Wann kam denn der Film raus mit dem Eislöffel? Das ist auch tatsächlich schon über 25 Jahre her. War ja der zweite Teil, glaube ich, ne? Ja. Das war, glaube ich, der zweite. Ja. Das war mit Borsti und so. Mit Borsti und geil. In den 90ern war Scheiße, das. Und dann die Scheune auch so, scheiße, schon Sommer. Oder, oh, fand ich total geil. Wie ist man früher, ich bin Skateboard gefahren. Du bist richtiger Werner-Fan gewesen, ne? Ja. Immer noch, ne? Wie ist denn ja mit 14, 15 bin ich auf Skateboard gefahren. Und wie sind da alle Eckhardt. aua. Ich glaub, die Fresse geflogen sind. Das war geil. Ich glaube, Eckhardt ist auch so ein Name geworden, den ganz viele jetzt ihren Kindern gegeben haben. Eckhardt. Ja. Der kommt ja jetzt wieder, ne? Fritz, Eckhardt, Emma. Ja. Ja. So, sogar also Wilhelm Paul. Und so. Ha? Wilhelm? Ja. Was? Neue Kinder jetzt? Ja, es kommen echt die Namen jetzt so. Diese alten Namen, die kommen jetzt alle wieder raus. Ja, was dann cool ist ja eigentlich immer nur dann, wenn jemand irgendwie so berühmt war, so wie hier, wie heißt er noch, dieser Bieber? Wie heißt er mit Vornamen? Justin? Justin Bieber, die heißen doch alle Justin. Ja, jetzt. Ja. Justin Jacqueline. Chantal. So. Ja, Justin, Chantal, nicht an den grünen Würfel lecken. Die Klosteine oder was? Klosteine. Spaß, der Zähne putzen. Ja.